Sehr geehrter Herr Vizepräsident Castiglione, meine sehr geehrten Damen und Herren, deutsch-französische Jugendbewegungen können gar nicht hoch genug geschätzt werden. Jede Generation will und soll aufs Neue für die deutsch-französische Freundschaft begeistert werden. Diese Freundschaft müssen junge Menschen ganz persönlich erleben können und selber mit Leben erfüllen. Dafür müssen sie einander begegnen. Auch junge Menschen ohne akademischen Hintergrund sollen die Chance auf solche Begegnungen erhalten. Darin bin ich mir einig mit dem französischen Minister für nationale Bildung und Jugend, Jean-Michel Blanquer, und dem Regionalratspräsidenten unserer Partnerregion Hauts-de-France, Xavier Bertrand, die ich in der letzten Woche getroffen habe, in Paris und in Compiègne. Gemeinsam wollen wir dafür sorgen, dass die Potenziale des Aachener Vertrags beim Jugendaustausch genutzt werden. Um diesen Austausch noch lebendiger als bisher zu gestalten, brauchen wir engagierte Macher, die sich vernetzen, die Projektideen entwickeln und die Partner für Jugendbegegnungen finden. All das tun Sie und das Projekt RoutNN. Seit Jahren verbindet Nordrhein-Westfalen sich mit Hauts-de-France. Für diesen wertvollen Beitrag der deutsch-französischen Freundschaft wollen wir auch in Zukunft arbeiten. Ich wünsche Ihnen eine anregende Tagung. Danke für Ihr Engagement. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Vive l'amitié franco-allemande.